Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zum Rage Simulator mit der Toninel. Nein, bin ich nicht. Ich schleiche jetzt hier auch lang. Was ich allerdings auch nicht kann, weil mir da ja dieser blöde Fuzzi im Weg steht. Und im Gegensatz zum ersten Mal. Da hoch gehe ich jetzt auch nicht mehr. Kann ich hier runterkriechen? Natürlich nicht. Nein. Ich kann schleichen durchs Camp, aber ich kann mich. Ich schleiche. Wie seht ihr mich? Wie hört ihr mich? Das geht doch nicht. Ey, das ist ein Fucksystem. Time to die. Die. Der hat das gesehen. Der macht nichts. Der macht einfach nichts. Ich weiß nicht, was ich falsch mache, Leute. Ich weiß es, ich sehe es wirklich nicht, was ich falsch mache. Ich muss ihn doch anvisieren und dann muss ich schießen. Es geht doch nicht anders. Geil, und jetzt habe ich natürlich. Ach doch, hier ist der Tabu noch. Hey, you're one of the guys who called the boat, right? Kann ich zu dem rüberklettern? Nee, ne? Ich weiß auch nicht, ob der vielleicht nett ist. Ich auch nicht hoch. Also ich kann nicht schleichen, ich kann eigentlich nichts und das ist alles irgendwie nur Glück. Weil ich treffe mit diesem bekloppten Bogen einfach nicht. Da könnt ihr euch drehen und wenden, wie ihr wollt. Weil der einfach nicht schnell genug spannt oder ich weiß es nicht. Das kann doch nicht. Wo kommt ihr denn her? Oh, ey, Leute. Ich wollte es eigentlich heute durchspielen, aber ich glaube, ich schaffe es nicht. Ich glaube, ich mache jetzt noch einen einzigen Versuch und dann springe ich hier, glaube ich, raus. Ich weiß nicht genau, was ich falsch mache. Ich sehe es nicht. Ja, kennen wir schon. Kann ich das überspringen? Ich hasse es übrigens, wenn ich Cutscene nicht überspringen kann. Das finde ich total schrecklich. Ja, ach, super. Übers Menü kann ich es überspringen. We have no time. The boat's coming. Ja, auch das kenne ich schon. Okay, I'll search over here. You search over there. Whatever happens, we meet at the docks at the end of the pier. You take the pistol. It's dangerous out there. Right. Meet at the docks. Let's go find May. Now it's just me and my bow. Ich hab echt keinen Bock mehr, glaube ich. Ich glaube, ich bin langsam echt kurz vor der Schmerzgrenze. Und ich bin ganz ehrlich, selbst bei Evil Within war das nicht so schlimm. Irgendwie. Ich meine, da habe ich mich auch oft aufgeregt. Das gebe ich ja auch gut und gerne zu. Aber weil hier ist einfach das Problem, ich weiß nicht, was ich falsch mache. Ich schleiche, sie sehen mich. Na, also, das hat irgendwie absolut null System. Und ich muss. Dann kommen irgendwelche Leute von irgendwoher an und du weißt gar nicht woher. Und dann hast du auf einmal, anstelle von drei, die du zwei, die du gerade eben gesehen hast, hast du auf einmal sechs neben dir zu stehen und denkst dir so, sag mal, wollt ihr mich alle irgendwie, ne? Also, ich laufe jetzt mal hier lang. Okay, jetzt haben wir schon mal auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr Schuss. Aber das Problem ist halt auch nur, man sieht halt auch mal nichts. Also, ich finde das wirklich, das ist eine total fiese Einschränkung, wenn man wirklich einfach nicht sieht, worauf, wo man hinschießen soll, ne? Also,
Nein, ich bin nicht da. Wieso schießt er denn jetzt schon wieder nicht? Das kann doch nicht wahr sein. Versteht ihr? Ich kann damit nicht schießen. Oh, ey, Leute, nee. Na, also sobald, dann wirst du unterbrochen. Aber ich glaube, der Weg war schon mal nicht schlecht. Ja, auf zu brüllen. Brüll dir gleich zurück, da. So, die hier vorne ging ja noch. Hey, hey, who's that? I'll kill you. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Ey, sorry, Leute, ich mache eine Pause. Ich flippe hier ansonsten und ja, wenn ich, ja, ich würde fast sogar sagen, bei der nächsten Cutscene geht's für euch weiter. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Ich habe echt keinen Bock mehr. Gerade, also bevor wir uns jetzt hier noch Ewigkeiten rumstreiten, gehe ich aus dem Spiel raus. Ich danke euch fürs Zuschauen und ja, bis hoffentlich nie wieder bei dem Spiel. Mann, ist das ein räudiges Ding. Naja, tschüss. Tja, liebe Freunde, und es wurde wirklich nicht besser. Und zwar überhaupt nicht. Ja, ich habe ja noch circa, naja, gute anderthalb Stunden, auch ein paar Tage später, ja, versucht, mich da durchzuschlängeln und ich bin jedes Mal gescheitert. Dann habe ich das Ganze auf Easy-Mode umgestellt. Auch da bin ich jedes Mal gescheitert. Tja. So kann es gehen. Ich habe jetzt den Entschluss geschlossen, dass ja, wir das Ende dieses Spiels nicht sehen werden. Es ist tatsächlich kurz vor dem Ende, sprich danach würde die Cutscene kommen, um das Spiel zu beenden. Ich schaffe das aber nicht mehr und ganz ehrlich, ich habe keinen Bock mehr. Ich bin hier wirklich im Karree gehüpft und habe geschrien und meinen Controller hier fast durch die Gegend geworfen. Das war noch schlimmer als bei The Evil Within, muss ich tatsächlich zugeben. Dementsprechend ja, bin ich einfach gezwungen, das Let's Play hier zu beenden. So blöd es auch ist, so kurz vor dem Ende. Ja, und wir werden das Ende nie erfahren. Beziehungsweise ihr müsstet, wenn ihr das Ende sehen wollt, denn euch ein anderes Let's Play, ja, suchen. Wie gesagt, ich habe es wirklich nicht geschafft und ich habe ehrlich gesagt auch keinerlei Lust, mich weiterhin damit rumzuärgern. Ich denke, es ist besser, dann einfach einen Schlussstrich zu ziehen und die Sache auf sich beruhen zu lassen. Ja, das Spiel war, ich würde mal sagen, sehr durchwachsen, oder? Also, ich fand es teilweise streckenweise gar nicht so schlecht. Also, aber das halt auch mit dieser eingeschränkten Sicht, die man hat, das ist echt, das ist total bekloppt. Ja, man kann zwar praktisch dieses Auto-Aiming einschalten, was wir auch den Großteil des Spiels hatten. Das bringt einen dann bei gepanzerten Gegnern allerdings nichts mehr, weil man das dann wieder deaktivieren muss. Also mit einem extra, ne, mit einem Klick auf dem Stick. Wenn man das komplett rausnimmt, hat man einfach, oder ich zumindest, schlechte Karten, weil ich sehe nichts. Und wenn ich die Gegner nicht sehe, kann ich sie auch nicht abschießen. Ja, so geht's zu Ende mit I'm Alive. Ich war dann gar nicht mehr alive, sondern ziemlich tot. Und ja, das soll es gewesen sein. Ich will dann jetzt auch gar nicht das großartig hier noch strecken. Es ist in dem Fall jetzt eine sehr, sehr kurze Folge. Und wie gesagt, auch die letzte Folge aus diesem Let's Play. Ich widme mich da dann lieber einem anderen Projekt und hör auf, hier meine Zeit sinnfrei zu verprassen. Na? Ich hoffe, ihr könnt damit leben. Ja, das war I'm Alive, Leute. Es tut mir leid. Bis zum nächsten Projekt. Tschüss!